Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Aldi-Haul. Ich war auch kurz bei Butnikowski, bei Butni hier in Norderstedt in Hamburg. Im Hamburger Norden ist das eine große Drogeriekette. Da habe ich aber nur zwei Sachen gekauft, also der Einkauf, ein Aldi-Haul. Und natürlich ist er jetzt bei uns in der Ramadan-Zeit ein bisschen ungesund gestaltet. Also sind natürlich auch Süßigkeiten dabei. Logisch, weil die Jungs gerne süßes Essen machen fassen. Ich habe aber jetzt erstmal für 1,59 Euro frische Erdbeeren mitgebracht. Ich werde dafür heute einen Erdbeernachtisch machen und mit Pudding und so einfach nur süße Erdbeeren drüber. Das erste ungesunde, Kokör, Schoko und Keks. Ich liebe diese Dinger, habe ich früher ganz, ganz oft gekauft. Noch was ungesundes, Kokör, Schokomilchriegel Nummer 1. Ich habe noch einen gekauft oder es weiß ich nicht. Die gleiche Marke von diese Milchmäuse. Eigentlich wollte ich eher diese dickeren, die wie Schokobons aussehen. Die gab es aber nicht. Deswegen habe ich die gekauft. Und 1,69, ne, diese kleine Packung. Diesen Käse wollte ich einmal ausprobieren. Ich hatte den letztes Mal bei Kaufland gekauft in der ähnlichen Variante. Den mochte ich sehr gerne. Maßdammer. Und da habe ich mir gedacht, den nehme ich noch einmal mit und werde ihn nochmal probieren. Oder war das ein anderer? Ich glaube, es war Maßdammer. Der soll nussig und würzig sein. Werde ich mal ausprobieren. Ich war ein bisschen geizig, meinen Stinkekäse zu kaufen. Der ist nämlich echt teuer, aber egal. Außerdem Milchsnacks. Der ist jetzt schon ein bisschen matsch geworden, weil meine Tüte ist echt klein gewesen. Milchsnacks, die kommen gleich ins Kühlregal. Mal gucken, ob die Kinder das mögen. Außerdem eine Milka-Schokolade Nullsiert. Ich weiß, mein kleiner Sohn liebt das, deswegen habe ich die ihm mitgebracht. Außerdem habe ich ja edelsüße Paprika mitgenommen, weil das habe ich nicht mehr. Hatte ich euch in meinem Vlog auch schon öfters wehleidig mitgeteilt, weil ich brauche das immer gerne. Oder ich brauche es für meine Hähnchen und solche Sachen. Frischkäse ist bei Aldi gar nicht im Kühlregal. Das liegt außerhalb sozusagen. Wundert mich jedes Mal. Frischkäse einmal von der Eigenmarke. Pflanzenfettmargarine habe ich mitgenommen. Kostet 1,19 Euro. Und es gibt die auch in einem Kilo, ne, in so ein, wie so eine Butter, so abgepackt in dem Papier. Das kostete 2,19 oder 2,20 oder so. Und dann habe ich gedacht, das sind 500 Gramm, das sind jetzt auch ein Kilo gewesen. Also macht auch nicht viel mehr aus. Das ist ein bisschen handlicher zu benutzen, ne, auf und wieder zu. Das andere ist immer so eine schmierige Angelegenheit, habe ich das mitgenommen. Aber das andere ist, glaube ich, so 20 Cent günstiger, könnte man nächstes Mal das mitnehmen. Öl gab es nur Olivenöl und 4 Euro irgendwas, war mir zu teuer, habe ich nicht mitgenommen. Sahnejoghurt war auch nur noch 2 Flaschen da, ne? Dafür haben sie heute wieder ordentlich Brot gehabt. Also, ja, Wasser habe ich nicht gekauft. Das war mir zu schwer. Hätte ich auch nicht machen können, müssen die Jungs holen. Sahnejoghurt ausgegeben habe ich 35 Euro etwas. Knapp 36 Euro. Davon habe ich 2 mitgenommen. Diese Sahnejoghurts von Milsani. Mal gucken, ob die jemand mag. 2 Stück. Und noch einmal diese Schokoriegel. Essen die Kinder eigentlich auch immer ganz gern. Ich auch, muss ich gestehen. Sahnejoghurt. Dieser griechische Vollfettstufe 10%. Ne? Glaube ich, oder? Ja, 10% Fett. Nummer 1 brauchen wir immer, jeden Tag und immer wieder. Schmand war auch nicht im Kühlregal, ist aber auch, glaube ich, bei Lidl nicht im Kühlregal. Ne? Genau, das habe ich einmal mitgenommen. Ich glaube, ich habe nur eine mitgenommen, war mir alles zu schwer. Und Hähnchen 3,79, diese Hähnchenbrustfilet-Teilstücke. Gut, war im Angebot, sonst glaube ich 3,99. Zucker, ein Paket brauchen wir hier auch immer für die Süßspeisen, die ich immer mache. Haben wir nicht mehr so viel. Eine frische Vollmilch, mein Kleiner trinkt nämlich immer Kakao, deswegen durfte das eine mit. Und die Nummer 2, ich brauche es aber auch für Pudding und ähnliche Geschichten, deswegen habe ich 2 mitgenommen. War natürlich dementsprechend auch relativ schwer, mein Sack hier. Sahnejoghurt Nummer 2. Und dann kommen wir zu Nutella. Isst mein Kleiner auch ganz gerne auf dem Brot. Deswegen eine große Packung Nutella, 4,99. Ich meine, man kann natürlich auch die günstige Sorte kaufen. Aber ich mache, die Kinder mögen halt Nutella, ne? Dann habe ich nur günstig gekauft. Ganz egal, was die mochten oder nicht. Aber jetzt, nee, nee, Kleiner. Der darf. Schlagsahne, Milsani, weil wir haben keine mehr. Oder nicht mehr viel, jedenfalls. Und eine Butter, weiterhin 2,09 Euro von der Eigenmarke. Die anderen kosten sogar noch mehr, 2,79 oder so, ich weiß gar nicht. Ja, es ist alles beängstigend. Jetzt kommen wir zu Butnikowski.
habe ich mitgenommen. Einmal Jolea Butni Professional Brilliant Blondspülung. Die werde ich einmal austesten mit euch. Außerdem war im Angebot für 89 Cent, glaube ich. Schauma, alle Schauma-Produkte, Schauma Shampoo, Schauma Pflege. Ich habe jetzt nur Schauma Repair Spülung mitgenommen, weil ich mag ja keine Shampoos mehr kaufen. Meine Haare machen das wunderbar mit. Also bei mir kommt kein Shampoo mehr ins Haar. Genau, die beiden Sachen habe ich dann noch bei Butni Kowski gekauft. Und das war's. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Zwischendurchhaul gefallen hat. Eigentlich müsste das jetzt erst noch ein paar Tage reichen, weil mein Kühlschrank ist noch voll und deswegen hoffe ich, dass wir noch ein bisschen hinkommen. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!